Wir bekommen schon wieder einen neuen Gesundheitsminister. Wen hätten Sie denn gerne? Nicht den aus Deutschland, den Herrn Lauterbach, der uns jetzt schon vor Putin-Chrom warnt. Neue Variante. Ich bin leider nicht im Bilde, wer hier Papabile ist als neuer Gesundheitsminister. Ich habe keinen Wunschkandidaten. Für mich war der Mückstein soweit in Ordnung. Ja, der war einfach in Ordnung. Aber ja, der Bundeskanzler, der ist jetzt in Ordnung, finde ich. Lass mal Sie überraschen. Das kommt alles zur Überraschung. Weiß man nie, wer kommt, wann geht. Ich kann zurzeit keinen wirklich sagen, den ich dem Gesundheitsministerium anvertrauen würde. Oh ja, den erfahrenen Pharma-Manager, gar keinen Politiker, nicht? Also einen, oder jemand, der halt auch Erfahrung hat im Gesundheitsmanagement, internationale, das wäre halt ideal, weil wir sehr komplexe Materie im Moment haben. Nicht nur Pandemiebekämpfung, sondern auch Pflegereform und so weiter. Und ein sehr großes Ministerium mit sehr vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, und das ist sicher eine der komplexesten politischen Aufgaben, die es derzeit in Österreich zu lösen gibt. Ne? Gar keinen. Das sind die alle mühsam, denke ich. Also ich weiß es nicht, bis jetzt hat sich keiner bewährt. Ne? So ähnlich dürfte es auch den Grünen gehen, da hat es mehrere Absagen gegeben. Jetzt scheint man sich auf Johannes Rauch geeinigt zu haben, Landespolitiker aus Vorarlberg. Der hat aber scheinbar keine Vorerfahrung mit gesundheitlich-politischen Fragen. Wie finden Sie das? Es ist eigenartig, dass dieser Kandidat mehr für Umwelt und Rat und solche Sachen zu tun gehabt hat in Vorarlberg. Seine Frau ist Ärztin, das weiß ich bereits. Ich kann es nicht sagen, ich kenne ihn so wenig. Für ihn nicht gut, würde ich sagen. An sich war er bis jetzt bei Statement sympathisch, aber wie weit er in dem Ressort Ahnung hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich denke, sie wechseln absolut zu schnell, ne? Sämtliche Minister. Die ganze Regierung ist eigenartig. Also ich bin da sehr skeptisch. Hinter vorgehaltener Hand heißt es ja, dass bei den Grünen auch schon einige diesen Posten jetzt ausgeschlagen haben, weil sie alle den für einen Schleudersitz halten. Kriegen Sie das Gefühl, dass den Grünen langsam die Politiker ausgehen für den Ministerposten? Naja, natürlich ist es eine eher kleinere Partei und da gibt es nicht allzu viele Personen, die A, die fachliche Kompetenz haben und B, die politische Erfahrung. Nicht? Ich kann Rauch nicht so genau beurteilen, der hat auf jeden Fall politische Erfahrung, ich glaube 20 Jahre mindestens. Ob er jetzt die Fachkompetenz hat, die notwendig ist, das kann ich hier nicht beurteilen. Da sind die Grünen nicht alleine. Ich glaube, es geht ihnen überhaupt ein bisschen die Luft aus. Aber Gesundheitsminister ist ein wenig begehrenswerter Posten zurzeit. Obwohl jetzt im Abklingen vielleicht die Lorbeeren erntbar sind, die die letzten zwei Jahre nicht verstreut wurden. Ja, natürlich. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum muss das jetzt ein Grüner sein. Ich meine, ich weiß es warum, aber ich verstehe es nicht. Ne? Ich glaube nicht, dass es ihnen ausgehen. Ich glaube, dass es zurzeit keiner machen möchte, weil keiner weiß, wie es effektiv weitergeht. Schwer zum Sagen. Ich meine, beim Herrn Mückstein hat man diesen Eindruck gehabt, dadurch, dass er Arzt ist, hat er Ahnung und ist kompetent in dem Bereich. War er wahrscheinlich auch, aber ich glaube, er war kein Politiker, ganz einfach. Und ob die Grünen in der Hinterhand noch irgendwelche Menschen haben, die ihn im Gesundheitsressort was weiterbringen, kann ich nicht beurteilen.